Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel Rolp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Ein Charakter ist noch im klassischen Modus übrig und zwar. Und ja, keine Ahnung, Kostüme sehen alle nicht so gut aus. Also, hier beim normalen, da war ja normal, oder? Ja, nee, das war ja normal. Ich könnte auch Advent Children Cloud nehmen, aber nee. Tu mal lieber Son Gohan, Frisur, Super Saiyan Son Gohan. Daran erinnert mich Cloud immer so vom Design her. Im normalen Final Fantasy 7. Weil da hat er auch so eine stechend liernde Klamotten an. So, erstmal auswählen, was kann Cloud alles? Die ganzen Limit-Angriffe von Final Fantasy 7. Ich kann meinen Part mit ein paar Sachen hier füllen, weil ich über Final Fantasy denke. Ja, Final Fantasy ist einer meiner Lieblingsspielserien, so zusammen mit der Tales of Serie und Kingdom Hearts und gewonnen im Raum. Und ja, Final Fantasy 6 ist mein absoluter Lieblingsteil und eines der besten Spiele, die ich hier gespielt habe. Final Fantasy 7 kommt so, weiß ich nicht, unter den Top 5 so ungefähr. Keine Ahnung, gibt viele Final Fantasy Teile, die ich lieber spiele als diesen Teil. Ich finde, da ist ein bisschen, weil nicht overhyped das Spiel. Also, ich kenne wortwörtlich Leute, die haben irgendwie nur Final Fantasy 7 gespielt oder noch nicht mal Final Fantasy 7 gespielt und meinen, das ist der beste Teil von allen und irgendwie einen anderen Teil jemals angefasst zu haben. Da finde ich ein bisschen ignorant. Limit Break. Und ja, irgendwie kann man auch mal sein Limit aufladen, ne? Aber Moment, brauche ich das nicht anscheinend. Ja, ich habe alle Final Fantasy Teile gespielt. Ich ignoriere mal vollkommen, was der Vegas hier unter diesem Part schreiben wird, weil das ist einfach nur zum Trollen da. Ja, keine Ahnung von Final Fantasy. Und jetzt, wenn ich jetzt eine Frage hier stellen würde oder so, wahrscheinlich irgendwie googeln oder irgendwie so und dann die Antwort raussuchen, nehme ich an, nur um mich zu ärgern. Nee. Ja, mit Cloud komme ich halbwegs gut klar, merke ich gerade. So, boom, was ist das? Dass man nicht wieder sein Limit aufladen kann. Normalerweise muss man getroffen werden, immer Final Fantasy 7, aber na gut, weil ich, also meine Lieblingsteile sind Final Fantasy 6, Final Fantasy 4 und Final Fantasy 10 und 8 vielleicht noch, keine Ahnung. Final Fantasy 8 war das erste, was ich je gespielt habe. Und ja, und das Gruseligste von allen, keine Ahnung. Die Musik war irgendwie, da war mich irgendwie sehr beängstigt hat bei diesem Spiel. Und ja, haben diese ganzen, das Thema Hexen und all sowas. Da kommt immer so Musik, so Himo. Haben sie voll gruselig dargestellt. Der hat da zurückgeworfen, dieser Pizza. Warte, Peach, ich sehe viel besser aus in dem Kleid. Ja, Cloud hat mal ein Kleid getragen. The most badass Videospiel, Rollenspiel, Hauptcharakter hat mal ein Kleid getragen. Da müsst ihr euch mal so sagen. Hey. Dreck. Könnt ihr mal rausfliegen, bitte? Kreuzhieb. Kreuzhieb. Klingstrahl. Äh.
Könnt ihr auch mal versuchen, auf mich loszugehen? Nee, die haben gar keinen Bock, gegen mich zu kämpfen. Und da hatte ich eben hier meine, ja, und jetzt, wenn ich meine Dings aufleite, dann kommen die alle, ne? Die schlagen. Dreck. Oh Gott. Ich soll mal raus. Danke, guck dir mein Schwert an. Wieso kannst du nicht rausfliegen? Ja, Final Fantasy 10. Habe ich, glaube ich, am meisten gespielt von allen Final Fantasies. Das war awesome. So ein ganzer hat irgendwie Remake und also was. Wenn ich das noch mal spielen konnte. Ja. Komm mal her. Wie Final Fantasy 14, das ist ja auch schon seit Ewigkeiten am Laufen. Das ist ja irgendwie auch ein Online-Rollenspiel. Da tun sie bis heute immer noch Updates machen und so. Also das scheint erfolgreich zu sein. Da hat man dafür bezahlen muss, sonst würde ich da vielleicht auch spielen. Ich war schon überrascht, dass hier nicht Noctis von Final Fantasy 15 spielbar war. Aber der ist, glaube ich, in Tekken gerade beschäftigt. Ich wollte jetzt Konter einsetzen. Ja, Final Fantasy 15 fand ich okay, aber ich fand es nicht so schlecht wie Final Fantasy 13. Oh Gott, ich hasse Final Fantasy 13. Das war so ein Kackspiel, ey. Willst du auf mich losgehen? Guck dir an, wie groß ich bin. Aber sehr gut. Roadkill. Ja, Final Fantasy 15 ist ein gutes Spiel. Ich glaube, das ist mehr so für Casual Gamers so ausgelegt. Das ist ein sehr gutes Rollenspiel, macht richtig Bock, aber man hat auch wortwörtlich jeden anderen Namen irgendwie auf die Hülle packen können und es hätte auch funktioniert. Also sehe nicht viel Final Fantasy. Kingdom Hearts ist mehr Final Fantasy als Final Fantasy 15. Ich das Gefühl. Aber ich kann mich ja nur einbilden. Da kann ich mir ja nur einbilden, ne? So, lass ich mal. Boah, ich kann die nicht damit treffen. Klingenstrahl, Klingenstrahl, Klingenstrahl. Das ist eigentlich gut. Ein Schwertkämpfer, der mal aus der Ferne angreifen kann. Das ist aber halt richtig gut. Das ist das. Meine Nachbarn drehen immer noch durch. Übrigens. Die ganze Zeit nur so, so aber Mikro irgendwann da oben hinhalten an meine Decke. So, warum ist Cloud so am Gleiten auf dem Boden? So, ja, die hat wie so ein Geist. Cloud ist ein Geist, ja. Okay. Wir denken, wir kämpfen hier gegen Wario. Gegen den Motorrad halt, ne? Gegen diese eine Motorradszene. Wo man einen LKW beschützen mussten, während Cloud auf dem Motorrad gefahren ist. Der sich irgendwo stibitzt hat. So, und ihr beiden. Dürften eigentlich nicht so schwierig sein, nehme ich jetzt mal an. Wir haben gar nicht Omni Slash gesehen, ey. Aber ich bin gerade aufgestanden. Ja, das ist schon mal gut. Okay, da war ich gerade am Boden, also nicht gezählt oder was? Boah, sind da nur die beschissensten Angriffe aller Zeiten, ne? Tun sich ja wieder richtig gut absprechen.
Oh, mini Fresse. Warum kann ich manchmal springen und manchmal nicht? Mein Sprung ja schon verbraucht oder was? Aber verpiss dich. So, als wir nur gegen Crazy Hand gekämpft haben, da war voll puppig, ne? Man kann die Dinger zurückhauen. So. So, ich weiß langsam, wie man diesen Angriff ausweicht. Das ist mir jetzt gerade so spontan ehrlich gesagt eingefallen. Ich könnte ja eigentlich so außerhalb der Arena, ja geil, gehen und da ausweichen. Ist mir irgendwie so aufgefallen, nachdem ich gegen diesen einen Boss hier aus dem Abenteuermoos gekämpft habe, bin ich auch mal bei einem Angriff nach draußen gegangen. Oh. Kreuzhieb. Stufe 2 Limit-Attacke. Ja, Cloud ist in Ordnung. Hätte ich mal öfter spielen müssen, ja. Gut gemacht. Könnte ich mir auch vorstellen, den könnte ich, weil nicht zum Main werden oder so. Bosskampf-Thema. Bin ich schade, dass die nur 2 Lieder in diesem Spiel hier haben. Von Final Fantasy 7. Gibt so viele geile Lieder. Hier ein geflügelter Engel hätten sie reinpacken müssen. Hier Sephiroths Thema. Da haben wir Leute durchgedreht. Alle. Ich glaube, das liegt so erfolgreich. Das ist wahnsinnig erfolgreich, das Lied. Gibt Dutzende Remixe von, kommen in voll vielen Spielen vor. Kingdom Hearts auch. Hoffentlich kann man in Kingdom Hearts 3 gegen Sephiroth kämpfen. Bin einfach in Kingdom Hearts 2 verschwunden, dem er gegen Cloud gekämpft hat. Haben voll einen auf Edgy gemacht hier. Auf Edgelord. Edgy. Oh, ich freue mich so auf Kingdom Hearts 3. Oh. Kann meine Erektion kaum zurückhalten. Habe schon wieder Leaks irgendwie gesehen, wurden irgendwo veröffentlicht. Habe ich zum Glück noch nichts gesehen von. Aber boah, wenn irgendwie jemand hier was, wenn mir irgendwie jemand hier was zu Kingdom Hearts 3 hier so versaut, so storymäßig, und irgendwie ich einen Leak mitbekomme, boah, nee, dann ist vorbei. Da meine ich jetzt so ohne irgendwie Witz oder so, weil das, da verstehe ich echt keinen Spaß. Das letzte Spiel, von dem ich irgendwie was gespoilert haben will, ist Kingdom Hearts 3. Ich habe mir schon all die Trailer und so angeguckt und ich finde, da ist schon viel zu viel Spoiler drin und so, was auch kommen könnte im Spiel. Und wenn ich dann irgendwie so Story-Elemente oder so, ich muss irgendwie all meine Leute, die ich hier ich abonniert habe und so, muss ich alle deabonnieren oder ich muss mich komplett abkoppeln von YouTube oder so, weil ich weiß genau, irgendwie einige Leute, die tun irgendwie so nach, weiß nicht, 2-3 Tagen wie das gesamte Spiel schon durchspielen und weiß nicht, so Sachen wie deren Parts irgendwie so Titel geben wie, oh, finaler Boss versus den und den, wie auch immer der finale Boss ist in dem Spiel. Und wenn ich sowas sehe, ne, boah. Ne, wer muss nicht sein. Okay, wir haben alle Charaktere geschafft. Im klassischen Modus. Es ist endlich vorbei. Blood Falcon. Linde. Fire Emblem 4, glaube ich. Ne, oder 1, keine Ahnung. Irgendein altes. Wir haben wieder ein Ticket bekommen, gut. Alle Routen im klassischen Modus gemeistert. So, auf so eine Nachricht habe ich gewartet, weil dann weiß ich wenigstens genau. Ich habe nicht aus Versehen irgendjemanden verpasst oder so, aber ja. Boom. Schön. Aber gut, wenn es ja auch so eine Medaille erschienen wäre. Gut, das bedeutet, wir haben jetzt, ja,
Ich könnte jetzt erstmal Geistertafel Level 4 machen, damit ich hier diesen Meilenstein erstmal ab. Dann machen wir Alstamos im übernächsten Part. So, ich möchte nämlich noch diesen einen Meilenstein haben, dass hier 10 Level 4 Typen besiegt wurden. Zum Beispiel eher Captain K. Rool. Das Gegner stärker außer aus Smash. Unsichtbarkeit für Gegner, aber das ist nur einer. Gut. Oh, das ist sogar gut. Warte mal, blau. Dreck. Langsame Superrüstung. Nee, will ich nicht. Das hier will ich. So, Ausdauer Smash. Das heißt, ich will am besten jemanden, der viel Schaden auf Dauer macht, wie zum Beispiel Fox. Wisst ihr, wie das läuft? Stärker, Spezialstandard, das ist die Pistole, ne? Ja, okay. Er sagt mir, okay, wir haben ja genug Platz. Diesen blöden Dings kann man gut ausweichen, diesen. Ja. Er versucht hat mir zu absorbieren. Ja, okay, da wird nicht so schwer, glaube ich nicht. Ja, guck mal. Ja, der ist unsichtbar. So als. Ja, meine Nachbarn schon wieder. Hat er jetzt super Rüstung? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Nö. Mach ich denn hier? Ist er gerade größer geworden oder habe ich mir nur eingebildet? Was machst du da? Jetzt seinen Rettungsmove eingesetzt. Warum? Der da. Ich glaube, King K. Rool weiß nicht, wie sein Dings funktioniert, weil er setzt den manchmal voll spontan ein. Ja, versucht man das abzublocken. Kann er vielleicht sogar, aber. Was ist das? Oh. Bitte schon wieder für einen Kampf, ey. Gott, ist überhaupt nicht schnell, ne? So, langsam gehen mir die Dinger hier aus. Boom. Wie gesagt, aber der letzte. Ich will mal endlich hier geschafft haben. Die geben mir keine Schildöffnung oder sowas. Boom. Letzter. Dreimal Tickets brauche ich nicht mehr. Kannst du im klassischen Modus weitere Belohnungen halten, auch im Revanche-Kämpfen einsetzbar. Und Maxi ist nix. Ah, das Böse. Wer ist denn das in der Mitte? Da ist Odin. Und von der Midgar Stage. So, drei Dinge haben wir erledigt. Was machen wir denn jetzt noch? Letzten paar Parts. Wir jetzt nicht Dings anfangen, ja. Außer muss ich dann extra ein Part machen. So. Warte mal hier. Können wir hier irgendwas machen? Siege ein Level 9 kommen in einen Versuch Smash. Zwei Kämpfer, mindestens zwei Versuche übrig, ohne Handicaps, Geister. Leider in einem Kampf Schadenswert von 250 oder mehr. Smack, ein Boxer, dann geht er mit den K.O. Aufwärtshaken. Was werden wir hier vom machen können, ne? Und zwar besiege einen Level 5 kommen in einen Versuch Smash. Also hier sind einige Sachen. Level 5 kommen in einen Versuch Smash. Das ist genau das gleiche. Wie sie ein Level 9 kommen in einen Versuch Smash. Zwei Kämpfer, mindestens zwei Versuche übrig, ohne Handicaps oder Geister. Komm, dann machen wir mal schnell. Aber warum nicht? Vielleicht kriegen wir ja was richtig Geiles. Geister aus, ein Sieg, Zeit, ja. Mach mal irgendeinen Level 9 Typen ja alle. Müssen wir auch irgendwie so freischalten irgendwann. Na, was machen wir denn hier?
wen kämpfen wir? Mit wem machen wir denn? Keine Ahnung. Inkling gegen irgendjemanden. Ja, wird schaffen. Cloud. Ironisch. Mal gucken, ob die. Warte mal, ohne Items? War ohne Items? War ohne Items, ne? Ich glaube, aber ohne Items. Ja, komm, lass noch mal zurück. Machen wir auf Final Destination. Ne. Weiß nicht, was ich sonst in diesem Part machen soll, ne? So, wir machen Versuche 2, Zeitlimit, Geister aus 9, scheinende Items alle aus. Immer auswählen. Ich nenne dieses Regelset Fox only. One on one, Final Destination, Fox only. Ja, wo ist Final Destination genau? Hat irgendwie was von der Soul Calibur Stage hat. Ja, sieht irgendwie aus wie Soul Calibur, oder? So blau, rot. Na komm. Simon. Hey, die Musik kenne ich irgendwoher. Das war Smash 4. Au. Das sollte jetzt eigentlich nicht so schwer sein. Ich habe das, glaube ich, mit dem Vegas immer trainiert. Ja, mir war, weiß ich nicht, gegen Level 9 computergesteuerte Gegner gekämpft. Im Team so. Da war schon viel Bock gemacht. Also so gut bin ich noch, dass ich noch gegen Level 9er hier gewinnen kann, hoffe ich. Sie machen so richtig krasse Sachen jetzt in dem Spiel. Da geht mir aber auch ganz schön auf die Fresse gerade. Ich muss mich mal aufladen. No. Also wie dazu, ne? Oh. Jo, gegen den kämpft, der wirft zu viele Sachen, ey. Aufgestellt. Boah, das gibt's jetzt nicht. Rüstert. Der macht mich hier noch fertig. Okay. Habe ihn abgelenkt. Er wollte mich. Ah, blödes. Genau, Zeugs auf dich werfen hier. Vielleicht mal auf den hier. Naja, glaube ich nicht, dass ich das schaffe. Boah. Boah, können die mal aufhören mit diesem Scheiß jedes Mal? Ich wollte eigentlich mich retten, aber danke. Ich versuche mich immer zu retten, aber dann klappt es natürlich wieder nicht. Ich mache jetzt hier nur wegen so einem beschissenen Meilenstein. Gut, dann nehmen wir ihn, weil ich nicht ein bisschen besser steuern kann. Nicht junger Link, noch junger Link. Nein, ich kenne noch. So, einmal gewinnen werde ich ja wohl noch.
Bowser Junior. Aber wir können beide Sachen ziehen. Gut. Alter. Er tut aber echt seine Dinger jetzt spam, ne? Man wahrscheinlich machen müsste mit Bowser Junior. Ist das? Nein. Hm. Der kriegt mich ja auch noch raus, ey. Ja, der hat mich rausgekickt. Heute gibt's nicht. Am Anfang läuft es immer noch so halbwegs ausgeglichen und dann. Boah, Junge. Flieg doch mal raus. Das gibt's jetzt einfach nicht. Nein, das wollte ich nicht. Oh, oh, ich krieg sowas von jetzt auf, was, pass auf. Ey! Was ist das? Oh ja! Und da wäre richtig, wäre jetzt richtig gut, wenn ich das noch schaffen würde. Spannender als ich gedacht hätte. Diese Kämpfe. Wo ein bisschen traurig ist. Dieser Pisser, ey. Das gibt's doch jetzt einfach nicht, Mann. Oh. Also normale Leute würden jetzt hier irgendwie online spielen oder so, aber ich will nur diesen verkackten Meilenstein hier haben. Das war's. Was soll ich sagen, Mann? Haben Schaden. Ich will nur zwei Meilensteine haben, dann gehe ich wieder. Bewohnerin. Das wird nicht gut ausgehen. Ich jetzt schon. Läuft wieder halbwegs gut am Anfang. Halbwegs. Was ist das? So. Wollte schon vorhin machen, aber. Mehr. No. Nein, da wollte ich nicht reinlanden. Nein, da will ich nicht reinlanden. Was das? Komm schon. Bin ich so schlecht, dass ich gegen Dings verliere? Was das? So, wollte schon sagen. Nein. Nein. Nein, das gibt's jetzt nicht. Tschüss. Was wäre es jetzt gewesen, wenn ich dadurch gewonnen hätte? Nein. Ah, oh, diese. Hm.
Aber ich verliere schon wieder, ey. Habe ich echt keine Lust. Ich möchte das hier schaffen. Das gibt's jetzt einfach nicht, ey. Wo kannst du mal aufhören, diese blöden Dinger hier einzusetzen? Na komm. Die haben das aber auch viel zu gut drauf mit diesen blöden Dingern. Das Knie, nein. Na, ah, das wäre so gut gewesen. Oh mein Gott. Nein, flieg doch raus, Mann. Ah. Oh. Ja, wusste ich. Ich will mal angreifen und dann, dann kann man irgendwie abtimen. Blick raus. Oh nein, wehe. Jawohl. Mit Style, habt ihr den gesehen? Mit der Rückhand. Alter. Durch muss es der Captain regeln. Ja, gibt's dafür jetzt die Meilensteine bitte? Nö. Da, wo glaube ich denn hat jetzt gerade gemacht? Da stand doch gerade, boah. Die Sieger ein Level nennen, kommen in einen Versuch zum Beispiel. Bedingungen 2 Kämpfer. Mindestens 2 Versuche übrig, ohne Handicaps oder Geister. Hab ich doch gemacht. Ich verarschen. Bedingungen 2 Kämpfer. Also nur ich und der Gegner halt, ne? 2 Kämpfer, mindestens 2 Versuche übrig. Ohne Handicaps oder Geister. Hab ich doch gemacht, Mann. Also doch mit Items. Oh, keine Ahnung. Spieler als Simon hätte sein Ultra Smash ein natürlich holen können. Na gut, haben wir ein bisschen Zeit verschwendet, was soll's. Ich würde sagen, ich bin der Party hier und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder im Abenteuermodus. Dankeschön fürs Zuschauen und ciao, ciao.